Servus Freunde der Klemmen aus Steine, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Es gibt mal wieder neue Pakete hier und es gibt nichts Schöneres als Lego-Pakete aufzupacken. Heute mal wieder ein reines Lego-Unboxing, heute mal keine anderen Marken mit am Start und es sind ein paar schöne Artikel mit dabei. Wir gehen einfach Stück für Stück das Ganze durch und starten mal mit diesem kleinsten Karton hier, der tatsächlich rein vom Wert her sogar... Na, wobei nicht ganz am teuersten ist. So. Aber mit am teuersten, obwohl es recht klein ist. Und zwar habe ich das Ganze bestellt bei Pro Shop, so nennt sich das Ganze. Und dort gab es ein ganz gutes Angebot. Es ist der Karton im Karton. Was ist denn da los? Der Karton im Karton. Ein Lego-Karton. Was haben wir wohl da drin? Ganz vorsichtig aufschneiden, damit wir hier die Ware innen drin nicht beschädigen. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass Lego mittlerweile so die Boxen verschickt. Okay, ich dachte, die Boxen schauen tatsächlich anders aus. Zumindest waren sie anders beim Kauf abgebildet. Ihr seht schon, ganz viele Tütchen drin. Eine 36er Box der aktuellsten Minifiguren-Serie, die 24er Serie. 36 Stück hier an der Zahl. Müssten auch 36 sein. Ja, Randale hier. Müssten auch 36 sein. Wir zählen einfach mal ganz kurz nach. So, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 an der Zahl, 18, 20, 25, 30. Perfekt, 36. So, vollzählig. Aber wusste ich tatsächlich nicht, dass sie mittlerweile so aussehen. Vielleicht ist das jetzt auch nur hier bei dem Shop so. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch eine 36er Box bestellt habt. Die gab es in einem ganz guten Angebot, muss man tatsächlich sagen. Nämlich für 105 Euro, was, wenn man es natürlich hochrechnet, dass ein Pack sonst 3,99 kostet, dann doch ein sehr, sehr gutes Angebot ist. Wunderschön. Stelle ich mal hier im Hintergrund ein bisschen hin und dann machen wir direkt weiter mit dem großen Paket hier von Amazon. Hier ist aber tatsächlich auch nur ein einzelnes Set drin. In der Größenordnung kann man schon vermuten, ich als absoluter Harry Potter Fan. Tadadada. Dumbledores Büro, Dumbledores Office, das Lego Harry Potter 76 402. Das ist jetzt keine Neuheit oder so, aber gab es bei Amazon auch im ganz guten Angebot mit ein bisschen über 50 Euro. Schöne Minifigur mit enthalten, Dumbledore, Madame Pince, Argus Filch, Severus Snape, Harry Potter, Hermine Granger. Eine bunte Mischung. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Paket. Hier haben wir jetzt ein paar Neuheiten drin. Bestellt bei Brick Coast. Zum allerersten Mal dort bestellt. Vielen Dank für die Bestellung. Wir starten mal mit den kleineren Sachen. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, aber ich glaube auch, dass das eine Neuheit ist, wenn mich nicht alles täuscht. Passend zum anstehenden Osterfest hier ein Osterhase. Kann man aber auch noch, also ist Creator, kann man auch noch zu einem Vogel und einer Robbe bauen. Eine schöne Sache. Boba Fett's Starship Microfighter, nachdem ich das große Boba Fett Starship letztens erst gebaut habe. Hier das ganz kleine Teil mit dazu, hat ein bisschen über 6 Euro gekostet.
So, und jetzt kommen wir zu den zwei Neuheiten. Es sieht so nice aus. Commander Cody und Captain Rex. Die Lego Helm Collection wird erweitert mit zwei wunderschönen Sets. Finde ich optisch, muss ich sagen, richtig, richtig geil. Allgemein Star Wars The Clone Wars finde ich eine mega coole Geschichte. Sieht optisch allein jetzt schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Ich bin gespannt, wie es fertig aussieht. Und ja, das wird cool, es wird Bauspaß bringen und wird natürlich dann auch im Regal richtig gut aussehen. Ich muss mir jetzt hier mal was überlegen, weil wenn ich hier so nach links schaue, wird das Regal mit den Helmen so langsam voll. Also irgendwie muss ich jetzt da mal so ein bisschen was ummodeln demnächst. Freue ich mich sehr drauf. Auch mit relativ schönen Rabatt bekommen, nur ein bisschen über 50 € gezahlt dafür. Das ist auf jeden Fall aktuell so der beste Rabatt, den ihr im Moment bekommen könnt für diese Sets. Und da freue ich mich drauf. März-Neuheiten aus dem Hause Star Wars. Ja, dann war es das auch schon mit dem heutigen Unboxing. Es wird gegen Ende März wahrscheinlich dann auch schon mal ein nächstes Unboxing kommen. Kann ich euch schon mal anteasern, denn da habe ich jetzt schon ein paar Sachen für bestellt. Das wird etwas größer werden. Also zumindest ist da ein sehr, sehr großer Brocken, ein großes Set mit dabei, wo ich mich drauf freue. Ein Nicht-Lego-Set. Aber dazu dann im nächsten Unboxing mehr. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.